Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part von Mule. Neben mir wieder der großartige Peabody. Hello again. Genau. Ja, in dem letzten Part haben wir uns ja ganz gut geschlagen. Vor allem habe ich mich ganz gut geschlagen, wenn ich mir das mal so angucke. Ja, komisch. Ich weiß auch nicht, wie du es gemacht hast. Ja, aber wie ist es mit dem blinden Huhn? Ach, du spielst ja auch noch einen Huhn. Ja, du findest halt deine Körner, muss man halt so sagen. Genau. Auf jeden Fall wollen wir die Sache heute fortsetzen. Mhm. Gut, und speichern können bei dem Spiel. Absolut. Naja, gut, wir spielen ja über den Y-Simulator und da können wir ja ein Safeset setzen. So können wir es natürlich dann jederzeit wieder ansetzen. Und schön, dass du wieder die Zeit gefunden hast, hier ja, zu sein. Ja, sehr gerne. Immer wieder, weißt du. Super. Alles Klärchen, Wunderbärchen. Dann würde ich sagen... hast du mal früher im Rummel gearbeitet? Oder wärst du wie? Na, alles Klärchen, Bärchen, was ist denn das? Ein bekannter Let's Player hat das immer wieder gesagt. Ach so, alles klar. Jetzt wollte ich noch sagen, die Hummel auf dem Rummel, aber... Ja, das habe ich jetzt die Borte schon versaut. Gut, dann fangen wir mal an. So ein bisschen. Ist egal. Wir legen auf jeden Fall los. F3. Und was? Drück alles bloß nicht F3. Jetzt drücke ich aber F5. Sehr gut. Dann geht's wieder am Land. Genau. Beschlagnahmen. Ach, genau so war das. Genau so sah das aus. Und dann schauen wir mal, dass wir hier... Boah, ich bin aber auch zu doof. Das merkst du jetzt erst? Ja, das merke ich. Wenn ich ja so doof bin, merke ich es so spät. Ja, du jetzt bist aber genauso doof wie ich. Na, ich probier's nochmal mit Erzdining wirken. Na, dann kannst du das Land da hinten kaufen. Was will ich denn damit? Naja, vielleicht. Ich hab genug Geld. Ja, eben, du hast das... Boah, das Land wird auch mal teurer. Schon 600 Öcken. Ja. Oh, du Arschloch, du. Hey, du Arsch. Boah, 696. Ja, ich hab mal wieder zu teuer gekauft. Na, es geht eigentlich, du hast ja genug Kohle. 1700. Ach ja, stimmt, ich hänge ja voll wie im richtigen Leben. Wie im richtigen Leben, volle Bulle. Ja, versuch mal zu bewirtschaften. Zwei Länder hast du da. Alter Walter. So, was mache ich denn? Futter mache ich. Futter ist natürlich da ein bisschen scheiße. Energie würde ich da anbauen wollen. Das wäre jetzt so mein Plan. Energie ist doch mal gut. So, komm schon, du Stinky-Muli. Ist ja auch komisch, oder? Du nimmst dein Muli und gehst damit zum Energieversorger. Ja. Überleg mal, ich würde mein Kamel nehmen und würde damit zu Vattenfall gehen. Nee, ich glaube, es ist symbolisch gedacht, dass das einfach beladen wird mit dem nötigen Equipment und dort... Ach, scheiß drauf, mach einfach weiter. Noch eins. Ich finde das Spiel aber sehr cool. Ja, vor allem die Grafik finde ich sehr angenehm. Ja, sie ist schlicht, aber doch genial. Übersichtlich. Ja. Man hat nicht tausende von Möglichkeiten, das machen, das machen, das machen, sondern man kann einfach dann ganz bequem... Nebenbei, ohne Stress. Genau. Ich könnte sogar noch in den Pub gehen. Jetzt kriege ich 5000. Knapp, ja, 117. Ganz knapp geraten. Naja, dann würde ich sagen, it's the CPU's turn jetzt gerade. Nee, erstmal ist der Dicke dran, das bin ich. Du bist erst dran, naja, mal dann... Mal gucken, was ich mache. Was mache ich denn überhaupt? Weiß ich nicht. Liegt ganz an dir, was du machen möchtest. Ich mache erstmal trotzdem Essen, auch wenn das nicht so viel bringt, aber ich hoffe, dass das Essen da hinten besser gepackt ist. Und ich muss nachher mal tauschen. So, der scheiß Gebirge hier. Zack. Oh, da bin ich aber richtig gut durchgelaufen. Oh, die Moodys werden ja alle hier. Guck mal, sind nicht mehr viele da. Oh, stimmt. Dann ist Fini Ende? Nee, es kommt irgendwann wieder neue. Aber der Preis ändert sich hier übrigens auch. Man könnte rein theoretisch auch mit den Handel betreiben, aber das ist ein bisschen... Wo würde man heute noch einen Moody für 90 Dollar herkriegen? In Peru oder so. Naja, gut. Oder in Kamerun. In Kamerun wollte ich auch krass sagen. 142 habe ich gemacht, na? Du hast gescheatet. Ja, wo du gerade nicht hingeguckt hast. Ja, ja, ich merk schon. In dem Moment. Der betrügt voll. So schnell kannst du gar nicht gucken, wie ich das hier klicke. So, jetzt ist der Computer dran. Er bescheißt den Retro-Basti. Der Mogel. Basti. Der Mogel-Basti. Genau, vielen Dank an die liebe Sunny nochmal für das coole Avatar für den Mogel-Basti. Wenn wir nochmal einen 3D-Drucker schicken und dann nochmal... Genau, kann man das eigentlich machen? Hast du so ein Ding? Na klar. Cool. Guck mal, er weiß schon wieder irgendwas mehr. Er macht hier irgendwas auf Erz umgestellt, wir wissen gar nicht warum. Nö. Aber bei ihm sehen die Pünktchen nicht so gut aus wie bei mir. Oh, Erdbeben, das ist schlecht. Alles. Oh, 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 oh. Nur die Hälfte. Ich habe ja auf meinen neuen Grundstücken aber eine gute... Ja. Joa. Ja, ja, das ist ja bei dir die Hälfte da unten, da kriegst du trotzdem noch so viel. Also,
Du, ich werde rich. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber ich werde irgendwie beschissen, habe ich gerade das dumpfe Gefühl. Hallo, Heimvorteil. Naja, alles klar. Dann machen wir weiter hier. Der ja, würde ich auch sagen. So. Erz ist immer noch nicht doll, der Preis. 50. Na, da verkaufe ich aber nichts. Ich weiß, dass der nachher nach oben geht. Okay. So, dann verkauft mal euer Zeug und dann... Die verschenken das ja regelrecht. Ja, also wir davor war es ja noch billiger, muss man sagen. Ach. So, Sellers Run Day. Na gut, aber wir haben ja eh noch genug Geld in der Hinterhand. Na, willst du nicht ein bisschen was hier? Hier, hier, so? Mhm. Hier, für 49 kaufe ich es. Nee, hier, hier oben so. Nee, da unten. So, das ist interessant. Food. Da hast du natürlich wieder Mega-Produktion. Auf jeden Fall schön, dass wir mal wieder was zusammen aufnehmen können. Ja, endlich. 2 Jahre Planung hat sich endlich bezahlt gemacht. Allerdings. 11! Alter Walter. Und da hat sogar einer Bedarf. Ja, der geht aber hoch. Das ist nice. 7 kann ich verkaufen. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Cool. Ich kann 7 verkaufen. Ja, du kannst 7 verkaufen. Ach, hast du gehört? Ich kann 7 verkaufen. Wie viel? 7? Weg, weg, weg damit. Puh. Naja, kannst du ruhig verkaufen, den Überhang. So. Ich finde cool, dass sie da jetzt dann diese Sperre eingebaut haben, dass man sich quasi nicht mit einmal alles verkauft. Ja. Genau, dass man dann quasi nochmal zurückgesetzt wird, dass man nochmal die Gelegenheit hat, eben nochmal zu entscheiden, was man machen will. Na, Energie ist ganz schlecht bei mir. Nee, Moment, Produktion geht es noch hoch. Ja, ach so. Total schlecht, ja. Stimmt, ja, ist nicht bei 11, ne? Eine Katastrophe. Achso, weil du nur 3 verkaufen kannst. Ja, nur 3, genau. Aber guck mal, der Energiepreis ist für den Arsch. Na toll. 17 verkaufe ich nichts. Dann schmeiße ich lieber weg. Ja. Da habe ich ja mehr Unkosten als alles andere. Kommt, meine Schäfchen. So, ich hätte wieder nichts los, oder? Doch. Nee. Guck mal, meiner sieht immer fröhlich aus. Genau. Und meiner sieht aus, als hätte ich eine Mutter verschluckt. Nee, als hätte jemand einen Kopf geschossen, würde ich sagen. Ja, und ich bin so breitbeinig, als hätte man... Das müsste meiner auch gewesen sein, aber meiner grinst noch ganz frech. Ah, immer noch Erster. Meinst du, weil ich so breitbeinig bin? Ja, du läufst ein bisschen, ja. Au. Boah, 6000 Punkte schon insgesamt. Guck mal. Achso, dein Abstand wird schon groß. Ja, so langsam, ne? Würde sagen, legen wir direkt los. Jetzt gibt's wieder Land. Land. Oh. Knapp daneben, hä? Ja. Ach, was mach ich denn? Das war doof. Egal. Gibt's noch was Schönes? Da oben. Ich hab ein bisschen Geld. Du hast immer Geld. Ach komm, du treibst es ja doch wieder jetzt hier in die Höhe, du Blöder. Ich schon bei 700. Alter, nee, kannst du haben. Nimm die Scheiße, komm. Hier. Das wird mir langsam zu teuer. Obwohl, ich hätte ja ein bisschen Geld. Ach, na, ich bin aber noch ein bisschen runtergegangen. Ja, ein bisschen hast du noch. Hast du immer noch gemacht? Fast so viel Geld wie ich noch. Na, siehst du mal. Ich habe mehr Länder als du, glaube ich. Ja, aber richtig. 2 Länder schon mehr. Oh, keine Vorkommnisse. Ja, das ist auch schon mal ganz gut. So, ich mache aber trotzdem nochmal auf Energie. Energy. Genau. Das war ich. Du hast das Vieh wird immer richtig ausgeschieden, ne? Na, aber echt mal. So. Das war das verkehrte Land, ist abgehauen, ist Moody. Wieso? Verkehrtes Land? Ja, es hat irgendwie, weil hätte sich doch waschen sollen. Ah, naja, gut. Auf jeden Fall, um es mal so zu sagen, du hast gerade 100 Dollar einfach mal weggeworfen. Naja, vielleicht. Aber wer hat, der hat, ne, sag ich immer. Naja, in gewissen Ländern wird ja das Moody auch wahrscheinlich auch zu anderen Mitteln missbraucht. Und das Moody hatte wahrscheinlich keine Lust dazu. So. Da war das viel gewesen, ach, ist egal, du hast ja noch
Ob du es noch schaffst, oder schaffst du noch, oder? Das zweite zu bewirtschaften? Das schaffe ich noch. So, dann mache ich hier nochmal Futter hier. Ist vielleicht nicht ganz so klug, weil da kein Wasser ist, aber... Ah, wer wagt, der gewinnt. Wer wagt, gewinnt, ne? Wer nicht wagt, der gewinnt. Na, wie auch immer. Wenn es jetzt natürlich abhaut, nein, das tut's nicht. Da war's. Habe ich es nicht einkassiert? Nee, hast du nicht. Sonst wäre kurz ein Bild gekommen. Na gut, aber ich kann noch mal in die Pup gehen. 102. Immerhin. Für einen Pup. $102 für einen Pup. Was hab ich denn da? Boah, ich wäre Millionär. Ja, wenn weiter so machst, auf jeden Fall. So, aber wie sieht's denn mit dir aus? Ich brauche auch Nahrung. Ja. Na dann. Gib's ihm. Und wieder ausgeschieden. Oh, weil der Sound ist immer... Absolut episch. Ja. So, hin. Zack. Ich glaube, viele meiner Zuschauer, vor allem die jüngeren Zuschauer... Ah, was hab ich gemacht? Du hast das Mulli weggemacht. Würden das auch mehr zu schätzen wissen, würden sie halt aus dieser Zeit kommen. Aber heute muss es ja Full HD sein und richtig geile Grafik und so. Hä, das ist doch Full HD und voll geile Grafik. Na gut, also wir nehmen es in Full HD auf 1920x1080 mit 60 FPS. Besser geht's eigentlich, naja, besser geht's schon, aber... Also wenn man es noch mit VR spielen könnte, wäre es noch geil. Ja, da muss man sich ja so eine blöde Brille kaufen. Die ist verdammt teuer, ich glaube, kostet 1000 Euro. Sehr schwer, oder so. sehr schwer. Mal probiert so ein Ding? Ja, wir hatten das in der Werkstatt mal gehabt. Ach so? Ja. War schon kaputt? Nee, da gab es Probleme mit der Grafikkarte und ach, keine Ahnung, aber. Aber ja, bestimmt interessant, mal sich so ein Ding ja, anzugucken. Ja, aber so geil war es irgendwie nicht. Okay. So. Hat irgendwas bekommen, der Arsch, aber du hast weggeklickt. Ja. Und der hat auch noch fast $200 gewonnen. Oh, krass, Cheater. Cheater darf. Oh. Was ist das? Energie. Energieoutput also ist increased. Ich bin jetzt gerade scheiße. Ach, ich habe Energie angebaut, das ist ja geil. Ja. Ich habe 3 Energiefelder, das ist nice. Boah. Ich finde ja mein Feld, also 2 unter von der Mitte aus, ist richtig gut. Ach, guck mal, da Energie, da bei mir da. Ja. Links. Ja, das ist fast voll, das Ding. Und das, auch geil. Auch voll, 12 habe ich. Boah, ich rieche Money. 7 hat er sogar. Oh, 2x7. Oh. Ich rieche Money. Oh, hast du doch billiger, die scheiß Erze. Alter. Boah, hat er so viel gemacht. Krass. Das ist heftig. Das ist echt heftig, aber für 43. Ich hatte vorhin schon für 50 nicht verkauft. Naja. Die machen die Preise echt im Arsch. Aber richtig. Aber die brauchen auch die Kohle. Guck mal, der ist fast pleite, der eine. Ist egal. Dafür komme ich jetzt mit Energie. Ja, Energie ist jetzt... Ich glaube, da kann ich auch mal ein bisschen günstiger verkaufen. Mal schauen. Weil bei mir macht es dann wohl die Masse. Ja. Wie, der will verkaufen? Ach, für 45. Das ist sinnig. Ja. Wo kein Spieler unten ist. Genau. Es lohnt sich so richtig. So, Food. Oh, Mann. Oh. Wie viel hat denn das Lager überhaupt? Der Store, habe ich das gar nicht gesehen. Stand es Hui. Da? Ja, aber der Store hat 51. Das ist natürlich doof. 6, 10. Ich kann 10 loswerden. Na, das kauft mir ja keiner ab. Nee. Na, der will natürlich... Aber für 16, ey. Naja, immer noch besser als... Ich hau die Scheiße jetzt weg. Ja, das wird ja nicht gut. So. Ah, jetzt ist Futter. Also auf Energie bin ich auf jeden Fall gespannt jetzt. Ja, aber solange der das Geschäft, das Lager quasi noch Energie hat, ist der Preis natürlich blöde. Ouch, is over. So. 10. Naja, wir produzieren so viel Energie alle. So. Guck dir das mal an. Boah, der wird mir schon schwindelig. Alter, ich könnte 15 verkaufen. Das ist richtig krass.
Und 6 brauchen wir auf jeden Fall. Ja, geh mal nach unten. Na, komm schon, komm schon. Na. Ach, du hast hier Zuschlag gekriegt. Ja. Mann! Ja, du darfst für 10 verkaufen, die Scheiße. Ach, ja, aber ich will es trotzdem jetzt loswerden. Na, kriegst du manchmal 50. Besser als nichts. Eben. Aber da warst du ein bisschen schneller. Ja. Oder hattest mehr Glück. Oder ich hätte einfach die bessere Mogeltaste. Das ist es. Ja, ja. Da sind wir wieder beim Thema Mogeln. Ja, beim Mogeln. Würde mich direkt mal interessieren, was Mule als Originaldatenträger kostet. Ob man das überhaupt noch so kriegt. Bestimmt. Aber bestimmt über 100 Euro, würde ich mal tippen. So, wie sieht's denn aus? Oh, du kommst aber dichter an mich ran jetzt. Ja, gerade. Runde 5. Fast halb Jahr. Wow. Erst Runde 5? Ha. Na, mach mal. Du musst drücken, drück. Ja, das wollte ich haben. So wollte ich es echt haben? Ja. Okay. Gut. Ja, ja. Ja, super. Ja, genau. Ja, toll. Super, ne? Was? Es gab kein Gelände zu kaufen? Diesmal nicht, ist zufällig. Oh, ist ja schade. So. 80 kosten die Scheißviecher nur. Werde ich auf jeden Fall Erz anbauen. Ja, Erzen ist immer gut. Das ist ja momentan ein bisschen gefragt. Ja, zur Zeit wird das benötigt anscheinend. So. Du kannst natürlich auch erstmal wieder Muli in die Freiheit lassen. Du als großer Tierfreund. Nein, ich hab's erstmal installed. Installed, da ist viel weiter hinten gewesen. Da unten. Deckt auf den neuen. Na, kommst du nochmal? Na, man sieht's immer schwerer, ne? Da hinten war's. Da oben. Komm ich jetzt nicht hin. Da kommt ein bisschen Zeit. Ich hab ja. Ja, genau. Zum Glück hat man noch ein bisschen Zeit. Da wieder da oben links. Ich möchte es einmal erwischen. Ach, da ist es schon wieder. Jetzt musst du langsam deinen Papp, wenn du noch ein paar Kröten machen willst. Ja. Noch. Warst du da gerade wieder? Ja. Das war genau in derselben Stelle. Da weg? Weil ich geldgeil bin und 100 Dollar gewonnen habe. Ja, 100 Dollar, ja, das na, ist. Na komm, immerhin. Ja, das ist immerhin irgendwas. Genau. So, für 80 würde ich natürlich wieder so ein Vieh. Yay. Ab in die Presswurstmaschine. Gassi gehen. Dum, 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 dum. Okay. Oh, du hast es. Da ist es. The 200 Mountain. Dollar. Sehr cool. Ist das nicht süß? Das ist richtig putzig. So. Schnuckiputz. Schnuckiputz. Und ab in den Poop. Genau. 180 übrigens. Wie viel hast du nochmal gemacht? 100.000. Nicht zurückspulen. Nicht zurückspulen. 118. Na, immerhin. Besser als nix. Richtig. So wie meine 100. Sag mal, jetzt machen sie alle mehr als ich. Wie gemein. Wie gemein. Oh oh, oh oh. Und schwupps ist die Hälfte im Arsch. Naja, boah, oh, krass, bei mir wieder, ey. Ey, ist unglaublich, da unten die Felder. Die sind Gold wert. Aber richtig. Überleg mal, ich hätte alle 4. Ja, dann würdest du da richtig abstauben. Aber dann gäbe es ja wieder eine Überflutung. Also dann gäbe es ja wieder viel zu viel. Nö, wieso? Dann wartest du, bis der Store leer ist, das Lager, und dann kannst du verkaufen. Na ja, gut. Ach, 57. Oh. Der legt die Latte ganz schön lang. Allerdings. Aber ich glaube, jetzt soll ich auch verkaufen. Das muss mal was weg, ne? Ja. Wie fertig Überschuss? Weiß ich gar nicht. Nee, das ist also alles, kannst du verkaufen. Ach, hier kann ich, also. Ja, ich weiß nicht mehr genau, ob man das überhaupt für irgendwas braucht, aber meiner Ansicht nach war es nur ein Handelsgut. Okay. Ah, jetzt geht's der Reihe nach.
Ah, ja. Wir haben noch genug Zeit. Ja. Na, 57 ist aber ein guter Kurs eigentlich, oder? Ja, ich glaube, es wird dann ja auf 80 oder so nochmal höher. Ah, wir haben fast gleich viel Geld im Moment. Ja, fast. Ich bin mal auf die anderen. Du hast noch viel mehr Länder. Ja gut, ich bin auf Food gespannt jetzt. Na, Food bin ich auch gespannt. Ja, ein bisschen gestiegen. Aber wer braucht? Genau. Aber das Lager hat, habe ich natürlich nicht darauf achtet. Viel. Boah. 15 kriegt man aber nur. 12 Überhang, der braucht 4. Ja. So. Wir können es natürlich auch. Wie viel war im Lager drin, weißt du das? Ich verkaufe das Zeug. Verkauf den Rest nicht? Nicht? Nein. Dann können wir Knappheit machen. Dann kriegt das Lager nichts mehr. Ah. Okay. Dann müssen die nächsten Mal mehr bieten. Dann wird der. Damit haben wir wieder Auction is over. Ich kann mir gut vorstellen, wem dieses Video gefallen würde. Es gibt ja da den Mr. Venom 1974. Der macht auch sehr viel Retro. Und auch sehr viel C64 und sowas. Und es würde ihm bestimmt gefallen. Na, schauen wir mal. Einen habe ich nicht. Ich brauche einen? Ja, und ich kann 5 geben. Ich kann nicht mal die ganze Nachfrage bedienen. Das ist ja krass. Hey, cool. Ich habe etwas, was ihr alle wollt. Du Schwein. Wenn er jetzt darauf achtet, wie viel im Lager ist, könnte er auch noch warten können, bis der ihn jetzt aufkauft. So. Ah, weg damit. Ne, mehr willst du nicht? Ne, ich brauchte nur einen. Dann hebe ich den Rest auf. Na, für 10 verschwenden ist natürlich auch. Na, das wäre blöd. Dann kann ich es genauso gut auch wegschmeißen. Ich schmeiß noch ein bisschen verbrauchen. Wir machen einfach ein paar mehr Geräte an. Genau. Alles auf hoch, Standby, was geht und alles auf immer Licht anlassen. Also 10.000 Watt PCs. Ja, alles anschalten. 3 Stunden Mikrowelle für nichts laufen lassen. Staubsauger, einfach so im Hintergrund. Jawohl. Oh, das wäre schon aufgeholt. Huiuiuiui, 8.500. War das schon eine ganz schöne Nummer. Ja, das ist schon eine Hausnummer. So, na dann, nächste Runde. Ah, ich will auch was in der Nähe. Egal. In der Nähe ist anders, aber... Ja, in der Nähe ist anders. Hat bei mir auch nicht geklappt. Ja, bald alle Länder weg. Jetzt zu verkaufen. Okay. 780 ist schon der Startpreis. Alter Schwede. Das ist ein ganz schön wertvolles... Du willst es aber auch unbedingt haben, ne? Ja. Mal gucken, wo deine Schmerzgrenze ist. Mal gucken, wo meine ist. Stimmt, ich habe immer noch ein bisschen was über, wenn du schon pleite bist. Ah. Oh. Oh. Ach, scheiße. Oh, 15 hat das geholt. Hey, das ist Gold wert. Na, hoffentlich. Ja, ich guck mal, da ist noch ein Land zum... Oh, geil. Ich habe gar nicht genug Geld dafür. Oh, die wollen ja gleich... Oh. Du hast den Landpreis nach oben geschrieben. Du hast den Landpreis für ihn nach oben gemacht. Na komm, du kaufst jetzt schon für 1440 ein Land. Das ist auch schon nicht wenig. Ja, allerdings. Heftig. Böse Sache, das. Wow, jetzt geht's aber ans Eingemachte. So, Energie werde ich auf jeden Fall wieder machen. Das ist auf so einem trostlosen Feld eigentlich immer eine ganz gute Sache. Ja, das läuft eigentlich immer. So, dann mache ich mal erstmal das Weitere hier. Da ist das Ding. Oh, oh. Ganz knapp. Das war wirklich knapp. So. Und dann werde ich noch mal Energie anbauen. Noch mal Energie? Ja. Schauen wir mal, ob das sowas bringt. So. Ah, du hast zu früh gedrückt. Oh, mein Muli! Das war zu früh, du wirfst dir das Geld weg. Aber ich habe noch genug Zeit.
Kosten 110 schon die Mulis. Auch wenn ich... Nein, erst, du musst erst Ach ja, machen. Klar. Panik. Energie wolltest du ja, machen. Ja, genau. Wolltest du gleich freilassen, oder was? Oder ja, was ich habe ein Herz für Mulis. Ja, ich merke schon. Aber nur ein Herz, ja? Jetzt drück erst, wenn das Muli kommt. Ja, jetzt schon wieder an der Stelle da. Da, jetzt. Hast du bekommen. Super. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt kriege. 200 kriegst du, glaube ich, immer. Nice. Und dann noch 106 beim Gambling. Das war eine knappe Sache. Ja, hat sich aber gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Hast du auf jeden Fall das Muli wieder raus. Perfekto. Was mache ich denn da hinten? Da ist scheiße. Du sagst es. Outfitting Mühle. Ist aber auch so eins der Spiele, wo man keine deutsche Übersetzung braucht. Nee, das sind ja auch nicht wirklich viele Wörter. Zumal ich auch sagen muss, dass ja die meisten Spiele auf dem C64 alle in Englisch waren. Ja. Es gab sehr wenig Spiele, die auf Deutsch waren. Ja. Kaiser zum Beispiel. Das war ein deutsches. Kaiser 1 und 2. War auch ziemlich coole Handelssimulation, ne? Ja, und auch alle Spiele von German Design Group. Wie zum Beispiel Krieg um die Krone oder Conquestator. Ah, okay. Da oben ist es viel, alles klar. Die A, D und D-Reihe waren schon wieder in Englisch, ne? Die waren komplett in Englisch, ja. Mhm. Aber letztens mal wieder Lemmings gespielt auf dem Amiga. Ach, das stimmt, das kann man übrigens auch zu zweit spielen. Und zwar habe ich das in meinem Jahresspecial gemacht. Ach. Ein Jahr Retro-Basti. Da habe ich fast 6 Stunden gestreamt. 6 Stunden Lemmings gespielt? Nee, Gott sei Dank nicht. Aber ich habe 6 verschiedene Systeme gezockt. Okay. Jede Stunde ein anderes System. Ach. Und ja, das war auf jeden Fall ganz lustig und ich hatte auch richtig coole Zuschauer. Der Peabody selber ja nicht bei Twitch angemeldet ist. Nee, und auch nicht die Zeit dafür hat. Leider nicht. Er bestimmt ganz gerne mal dabei sein möchte. Ja, ja. Aber was nicht ist es nicht. Nee, vielleicht kommt aber er da, auch mal. Aber dafür hast du die Gelegenheit, in meiner zahlreichen Stream-Mitschnitte mal zu gucken. Ja. Mal reinzuschauen. Und jetzt im Juni gibt's den Jubiläums-Stream als Mitschnitt. 6 Parts, eine Stunde. Ui, das ist ja vielleicht auf Piraten. Oh oh. Aber zum Glück habe ich da nicht so viele Felder. Ja, ich glaube, die klauen uns die ganzen Erze jetzt. Ja. Ja. Alles. Zum Glück habe ich nicht so viel auf Erz gebaut, sondern mehr auf Energie und Essen. So haben wir es auch gerade noch verkauft, letzte Runde. Letzte Runde jetzt? Nee, letzte Runde haben wir... Nein, letzte Runde haben wir das ganze Erz verkauft. Stimmt, genau. Aber wir können natürlich auch einen Cut machen, wenn du magst. Nö, jetzt noch nicht. Okay. Also jetzt dann, wenn wir jetzt hier durch sind, dann machen wir nochmal einen Cut. Ja. So, Essen ist überhaupt gestiegen. Ich habe gar nicht hingeguckt. Dann haben wir 3 kuschelige Parts. 3 kuschelige? Ja. So, ich habe 6 im Überschuss, kann 6 verkaufen. Er braucht 2. Aber scheiße. Der Preis ist Mist. Der Preis ist echt scheiße. Ach. Nee, das... Mach. Ich verkauf's an die Bank. Jetzt verkaufst du doch. Ich nehm's hoch. Ey, jetzt noch. Hättest du noch ein bisschen hochkriegen können. Na, weg damit. Essen kann schnell schlecht werden. Ja. So. Gott. Ja, ist alles für ein Arsch hier. Ja, ist momentan nicht ganz so gut, ne? Nee, es läuft nicht so gut. Jetzt erstmal auf Energie hoffen, was da kommt. Mhm. So, weiter geht's mit der Energie. Oh, jetzt bin ich wieder gespannt. Erstmal geht alles runter und dann geht's ab nach oben. Guck mal, ich hab schon wieder so viel Geld. Ja, schon ein bisschen widerlich. Guck mal, die Latte, die reicht gar nicht mehr. Ja, also, das ist eine große Latte. Kannst du mal sehen, ich hab 17. Ist ja unglaublich. Das ist krass. Böse Sache. So. Ach komm, macht. Du kannst den ganzen Bedarf decken mit dem? Nee. Boah, nicht. Ich krieg wieder nichts. Naja, gut. Für 10 immerhin.
Besser als nichts. 170 haben wir gemacht. Naja. Wie viel Kohle habe ich jetzt? 1286? Mm. Ich bin mal auf das Ranking gespannt jetzt. Ich nicht. Nein. Nee. Okay. Ich werde dir beschissen. Na. Oh Gott, wie so runtergeplumpst. Platz 3. Oh, 7804. Oh ja, du bist ganz schön runter. Ja. Na, die Ärzte haben mich jetzt gerade. Der hätte mich ja nach oben bringen können. Okay, aber ich würde sagen, dass wir an dieser Stelle jetzt den Cut machen. Ja. Der Part ist wieder lang genug. Ja. Und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du jetzt da warst. Sehr gerne. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir den dritten Part aufnehmen. Juhu. Bis dann. Bis dann. Ciao.